Wurmtheorie in der Literatur. Die Wuppertaler Studienbibel. Eigentlich ist hinlänglich bewiesen worden, dass die Wurmtheorie nicht mehr haltbar ist und verworfen werden muss. Aber sie ist weit verbreitet. Man findet sie in so gut wie jeder Auslegung zum Propheten Daniel oder zur Offenbarung. Das gilt auch für die Wuppertaler Studienbibel. Weil sie im deutschen Raum das Standardwerk schlechthin für die Auslegung der Bibel ist, möchte ich deren Auslegung zu Daniel noch etwas genauer unter die Lupe nehmen. Denn auch sie trifft leider Aussagen zum Text des Propheten Daniel und insbesondere zum Standbild, die der Text nicht hergibt. Und zum Teil widerspricht sie sich sogar selbst. Gerhard Meyer hat dort den Propheten Daniel ausgelegt. Auch er ist ein Vertreter der Wurmtheorie. In dem Abschnitt, in dem er über die eisernen Schenkel schreibt, behauptet Meyer Folgendes. Im Urtext ist wirklich von Beinen die Rede, nicht nur von Unterschenkeln oder Wadenbeinen. Gleichzeitig zitiert er aber in der Fußnote Wilhelm Gesenius, der 1905 mit dem hebräischen und aramäischen Handwörterbuch über das Alte Testament ein Standardwerk zur Übersetzung aus dem Aramäischen und Hebräischen verfasst hat. Meyer verweist sogar darauf, dass dieser anders, nämlich mit Schenkel übersetzt und nicht mit Beinen. Das ist meiner Meinung nach mehr als erstaunlich. Meyer behauptet also ohne Quellenangabe, dass im Urtext Beine stünde, zitiert aber gleichzeitig einen ausgewiesenen Fachmann damit, dass dieser Schenkel übersetzt. Ich habe Gesenius' Werk in den maßgeblichen Auszügen kopiert und abgelichtet, um dies nachzuweisen. Unter der Seitenzahl 929, auf die Meyer verweist, habe ich keinen Verweis auf Schenkel oder Beine gefunden. Was ich gefunden habe, habe ich abgedruckt und rot umrandet. Nun kann die Angabe einer falschen Seitenzahl ein Druckfehler sein oder schlichter Irrtum. Die Tatsache aber, dass Meyer den aramäischen Begriff Schock mit Beine übersetzt statt mit Schenkel, während die einzige Quelle, die er angibt, das eindeutig anders sieht, lässt den Schluss zu, dass er, nur um die Wurmtheorie zu verteidigen, diese schlichtweg falsche oder zumindest unbelegte Aussage macht, dass im Urtext Beine stünde, wobei wenigstens alle Luther-Übersetzungen ausnahmslos mit Schenkel übersetzen. Zum Nachweis der hier gemachten Behauptungen zeige ich im Folgenden Auszüge aus dem hebräischen und aramäischen Handwörterbuch über das Alte Testament von Wilhelm Gesenius. Für diejenigen, die meine Ergebnisse überprüfen wollen, sei hier der Link angegeben. Das Buch ist dort eingescannt und kann nach Begriffen durchsucht werden, sodass die hier angesprochenen Punkte online für jeden Interessierten leicht nachvollzogen werden können. Das ist also das Titelblatt. Dann kommt hier die Seite 527 mit der Übersetzung Schenkel oder Seite. Dann kommt hier die Seite 582 wieder mit der Übersetzung Schenkel, Keule. Und dann kommt hier die Seite 905 erneut mit der Übersetzung Schenkel. Und dann kommt die Seite 929, auf der ich nichts von Schenkel gefunden habe. Ich will Meyer nicht persönlich angreifen. Ich schätze ihn als Ausleger und ich schätze ebenso die Wuppertaler Studienbibel und habe sie ja oben auch zitiert. Zudem muss den Auslegern der damaligen Zeit unterstellt sein, dass sie versucht haben, die Texte aufrichtig und nach bestem Wissen auszulegen, auch wenn sie hier irrten. Ich gebe dennoch zu bedenken, dass alle echten Christen allein das glauben, was die Bibel sagt. Dann muss aber unser Glaube und unsere Argumentation auch mit der Bibel in Übereinstimmung sein. Wenn er, sie das nicht ist, dann sind Glaube und Argumente zu verwerfen. Wenn eine andere Sicht, auch wenn sie neu und ungewohnt ist, der Bibel hingegen entspricht, dann muss sie stattdessen geglaubt werden. Denn wir haben keine andere Quelle für den Glauben, wie Paulus sagt. Der Glaube kommt aus der Predigt, die Predigt aber kommt aus dem Wort Gottes. Schlussendlich werden wir uns alle der Frage zu stellen haben, ob wir den Auslegungen und Auslegern glauben oder dem Text der Bibel. Aber das war eigentlich schon immer so. Flavius Josephus. Flavius Josephus erzählt in seinem Buch Jüdische Altertümer auf Seite 644 folgende, im Detail die Vision Daniels aus Kapitel 8 nach. Zumindest tut er das so, wie er sie erinnert. Vielleicht hatte er keine jüdische Schriftrolle zur Hand, denn er beschreibt das, was Daniel in seiner Vision gesehen hat, nur ungenau. Dennoch ist Flavius Josephus natürlich eine sehr wichtige Quelle, unter anderem, weil er Zeitzeuge vieler Ereignisse im Zusammenhang mit der Zerstörung Jerusalems durch die Römer war. Aber bei der Durchsicht seiner Texte wird deutlich, dass er den Text Daniels nicht immer ganz exakt wiedergegeben hat. Er verweist zwar auf die Schriften Daniels, aber er zitiert nicht sauber, so als ob er es aus dem Gedächtnis niederschreibt. Um meine Kritik dem Leser nachvollziehbar zu machen, habe ich die Texte von Josephus im Folgenden abgedruckt.
Hier möge sich jeder selbst sein Bild machen. Hier sind also die Ausführungen von Josephus. Er schreibt da einmal, dass bei der Vision die Erde geschwankt habe. Das steht nicht in der Bibel. Dann schreibt er, dass der Widder eine große Anzahl Hörner gehabt hätte. Das ist auch nicht richtig. Der Widder hatte nur 2 Hörner. Dass zuletzt ein besonders großes hervorgesprost sei, das ist auch nicht richtig, weil das nicht für den Widder gilt, sondern das besonders große Horn, das hatte der Ziegenbock. Dann schreibt er, dass der Ziegenbock den Widder 2-mal mit seinen Hörnern durchbohrt habe. Das steht auch nicht in Daniel. Dann steht hier nochmal von einem jüngsten Horn, das den letzten König bezeichne. Das gilt auch wieder nicht für den Widder, sondern ebenfalls für den Ziegenbock. Dann sagt er, dass der Widder das Reich der Meder und Perser bedeutet. Da hat er recht mit, dass die Hörner die zukünftigen Herrscher bedeuten. Das ist falsch, weil das gilt nicht für den Widder, sondern für den Ziegenbock. Der hat mehrere Hörner, die zukünftige Herrscher beschreiben. Dann sagt er, das jüngste Horn bezeichnet den letzten König, der alle anderen an Macht und Ruhm übertreffen werde. Das bezieht sich ebenfalls nicht auf den Widder, wie er hier schreibt, sondern auf den Ziegenbock. Dann schreibt er hier nochmal, der Bock bedeutet, dass aus den Griechen ein Herrscher erstehen werde, der in 2-maliger Geschlacht den Perser überwinden würde. Das steht so auch nicht in der Bibel. Zum Glück schreibt Flavius Josephus im letzten Absatz, dass jedem seine Meinung unbenommen sein soll. Dies möchte ich für meine Kritik in Anspruch nehmen, denn die in den Passagen farbig hinterlegten Teile entsprechen nicht dem, was Daniel schreibt. Der Leser kann gerne selbst seine Bibel zur Hand nehmen und Daniel 8 aufschlagen. Wenn er die Bibel mit dem Text von Josephus vergleicht, werden ihm die Unterschiede schnell auffallen. Es geht mir auch hier nicht darum, Josephus zu kritisieren. Es geht mir lediglich darum zu zeigen, wie wichtig es ist, der Bibel selbst zu folgen und nicht den Auslegern. Wenn die Ausleger die Bibel auslegen wollen, dann sollen sie zeigen, wo in der Schrift ihre Aussagen Niederschlag finden. Das empfinde ich als aufrichtig. Wenn sie keine Bibelstelle nennen können, braucht man sie auch nicht zu glauben. Dennoch soll nicht vergessen werden, dass Flavius Josephus sehr respekt- und liebevoll Daniel als einen großen Propheten würdigt.